Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Weihnachten ist die Zeit innezuhalten, zurückzuschauen und Danke zu sagen. Innehalten, das tun wir mal strenger, mal weniger streng, eigentlich schon seit März. Das Coronavirus hat die gefühlt immer schneller drehende Erdkugel ruckartig zum Stillstand gebracht. Erzwungenermaßen halten wir auch in dieser Weihnachtszeit stärker inne als in den sonstigen Jahren. So neigt sich ein außergewöhnliches, sicherlich in vielerlei Hinsicht jetzt schon historisches Jahr dem Ende entgegen. Historisch, obwohl und gerade weil dieses Jahr im herkömmlichen Sinne so ganz und gar arm an Ereignissen war. Denn vieles, was für uns zum Alltag, zu unserer Freizeit, zum Lauf des Jahres gehört, musste größtenteils ersatzlos ausfallen. Die Schulen waren geschlossen, Unterricht wurde auf Distanz erteilt. Es gab kaum sportliche Wettkämpfe, keine Schützenfeste und keine Kirmes. Krüsing, Maria Himmelfahrt, beides Feste, die im Jahresverlauf eigentlich nicht wegzudenken sind, mussten abgesagt werden. Das Theater am Wall, die Scala und die Museen waren weitestgehend geschlossen. Restaurants und Gaststätten durften einen Großteil des Jahres keine Gäste willkommen heißen. Begegnungen zwischen Menschen wurden plötzlich zum Synonym für Infektionsgefahr, wurden zu einem Risiko, das es zu vermeiden gilt. Statt sozialer Nähe wurde Distanz, wurde Abstand zueinander zum Gebot der Stunde, letztlich zum Gebot des Jahres erhoben. Das für uns gewohnte gesellschaftliche Leben stand still. Wie schaut man also zurück auf ein Jahr, das so dauerhaft monothematisch war, wie wahrscheinlich kein anderes Nachkriegsjahr? Blickt man zurück auf dieses Jahr, überstrahlt Corona scheinbar alles andere. Tatsächlich wirkt Corona aber auch als Brennglas. Und wer sich traut hinzuschauen, kann nicht zuletzt dank Corona entdecken, was in der Vergangenheit vielleicht überbewertet wurde, was wichtig ist, aber auch was gut und was noch eher schlecht läuft in unserer Gesellschaft. Die Corona-Krise von 2020 lehrt uns, welche Berufe, welche Organisationen, welche Bereiche des täglichen Lebens für das Funktionieren unserer Gesellschaft besonders bedeutsam sind. Sie bietet auch im Kleinen jedem Einzelnen die Chance zu sehen, was uns wirklich wichtig ist. Das sind insbesondere die persönlichen Kontakte zu Freunden und Familie, deren Fehlen uns gerade jetzt auch so schmerzt. Corona hat leider auch dafür gesorgt, dass wichtige Themen wie die Klimakrise und die Menschenrechtskrise im Mittelmeer aus dem Fokus gerückt sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir als Menschheit, wenn wir die richtigen Lehren aus der Pandemie ziehen, auch in diesen Bereichen Fortschritte machen werden. Denn auch das hat uns Corona gezeigt. Wir sind stärker und schneller, wenn wir zusammenarbeiten. Und wir kommen auch zu besseren Ergebnissen. Danke sage ich als Bürgermeister der Stadt Warendorf und persönlich. Ich bedanke mich bei Ihnen allen dafür, dass Sie den einschränkenden Maßnahmen zur Reduzierung der Kontakte so viel Verständnis entgegenbringen. Insbesondere in den vielen Bereichen des Gesundheitswesens und in vielen Pflegeeinrichtungen wird auch gerade zur Zeit wieder Übermenschliches geleistet. Parallel waren und sind auch heute noch viele Menschen in den systemrelevanten Berufsgruppen und Organisationen intensivst damit beschäftigt, jedem Menschen im Kleinen wie im Großen bestmöglich zu versorgen und zu schützen. Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rettungsdienste riskieren immer wieder ihre Gesundheit für uns. Dies gilt insbesondere in Pandemiezeiten. Daneben haben sich viele ehrenamtliche Helfer spontan zusammengefunden, um schnell und konkret Hilfsdienste anzubieten. Viele Einzelhändler und Arbeitgeber, aber auch Religionsgemeinschaften und Kulturtreibende wurden kreativ und betraten digitales Neuland. Erzieher, Lehrkräfte und Leitungen der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen haben sich immer wieder neu auf die schwierigen und wechselhaften Umstände eingestellt. Die zwischenbehördliche Zusammenarbeit war und ist zu jeder Zeit vorbildlich. Ich danke allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz. Für die kommenden Weihnachtsfeiertage möchte ich Sie bitten, auch bei Zusammenkünften in engem Familienkreis
einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich gemeinsam möglichst draußen aufzuhalten und auf Abstand zu bleiben. Dieses Weihnachten wird für viele vielleicht gerade wegen der fehlenden Begegnungen ein ganz anderes Fest der Besinnung werden. Es wird uns deutlich machen, wie wichtig nicht nur an den Weihnachtstagen, sondern über das gesamte Jahr Zusammenhalt in Familien, in Nachbargemeinschaften, Freundeskreisen, in der gesamten Gesellschaft ist. Denn dieser Zusammenhalt ist die Basis für ein friedliches Miteinander. Weihnachten ist auch die Zeit, um voller Hoffnung und Zuversicht auf das zu schauen, was vor uns liegt. Dieses Vertrauen in eine gute, in eine bessere Zukunft brauchen wir dieses Jahr mehr denn je. Ich bin überzeugt, wenn wir einander zuhören, einander Verständnis entgegenbringen und uns manches verzeihen, können wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ich wünsche Ihnen als Bürgermeister der Stadt Warendorf eine gesegnete und friedvolle Weihnacht, frohe und besinnliche Feiertage und alles Gute für das kommende Jahr.